بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister. Sicherlich haben wir alle mitbekommen von den verheerenden Naturkatastrophen, die sich ereignet haben in Marokko und Libyen. Und auf natürliche Weise sind wir Muslime, weil das drüben ja unsere Glaubensgeschwister sind, besonders von diesen Ereignissen betroffen. Bitten wir Allah Ta'ala darum, dass er den Geschwistern in Marokko und Libyen beisteht, auf dass sie diese schwere Situation und Phase, in der sie sich gerade befinden, überstehen. Man kann das Thema der Naturkatastrophen aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Eine interessante und sicherlich auch sehr wichtige Perspektive ist die, dass sich viele Leute jetzt die Frage stellen, warum unsere Länder, das heißt die Länder der Muslime, dermaßen schlecht gewappnet sind bei solchen Naturkatastrophen. Das heißt, warum ist die Infrastruktur so schlecht? Warum sind die Häuser dermaßen labil gebaut, auf dass sie so einem Erdbeben nicht standhalten können? Andere Länder werden auch getroffen von Erdbeben, sind aber viel besser ausgerüstet. Man kann sich auch die Frage stellen, warum im Nachgang dann die Länder der Muslime, das hat man ja gesehen, in der Türkei, in Marokko, in Libyen jetzt auch, warum sie im Nachgang so schwer Hilfe bekommen. Man kann das Thema aufgreifen aus der Perspektive, welche Lehre jeder einzelne Mensch und jeder einzelne Muslim aus diesen Ereignissen ziehen kann. Man kann das Thema aus der Perspektive betrachten, was kann ich aktiv tun, um den Muslimen drüben zu helfen. Und natürlich erübrigt sich die Frage, ob wir Muslime jetzt gefragt sind und bei Allah Ta'ala verantwortlich dafür sind, dass wir unseren Geschwistern drüben helfen. Jeder, der den Muslimen drüben helfen kann, sollte das natürlich jetzt tun. Ich möchte das Thema der Ereignisse, das heißt der Naturkatastrophen in Marokko und Libyen, aus einer etwas anderen Perspektive heute, inshallah ta'ala, kurz aufgreifen. Viele Menschen und viele Muslime auch stellen sich die Frage, warum passieren diese Naturkatastrophen eigentlich? Und hier gehen die Fragen in unterschiedliche Richtungen. Einige Menschen und auch einige Muslime stellen sich die Frage, warum werden muslimische Länder auch von diesen Naturkatastrophen getroffen? Wir sind doch die Muslime, die an Allah Ta'ala glauben und die sagen, dass Allah Ta'ala ein Einziger ist und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Warum bestraft Allah Ta'ala die Muslime? Warum lässt er zu, dass solche Naturkatastrophen passieren, wo wir doch eine muslimische Umma sind, die an Allah Ta'ala glaubt? Andere Menschen stellen die Frage noch viel allgemeiner, indem sie fragen, warum lässt Gott an sich so etwas zu? Also warum lässt Gott überhaupt so ein Leid zu, das die Menschen trifft? Ist er denn nicht der barmherzige, allwissende, allmächtige Gott, der das Universum erschaffen hat? Warum lässt er dann dieses Leid zu? Viele Menschen stellen sich in diesem Kontext jetzt Fragen, warum lässt Allah Ta'ala solche Naturkatastrophen zu? Viele Muslime und auch Nicht-Muslime stellen sich die Frage, warum werden auch Muslime, also die Leute, die von sich behaupten, an den einzigen Gott zu glauben und ihm zu dienen und an seinen Gesandten glauben, warum werden auch diese Leute getroffen von diesen Naturkatastrophen? Also warum lässt Gott zu, dass seine Diener, die an ihn glauben, die ihm ergeben sind, dass sie solches Leid erfahren müssen? Andere Menschen stellen sich allgemein die Frage, warum lässt Gott überhaupt so ein Leid zu? Also warum lässt er überhaupt zu, dass solche Naturkatastrophen geschehen, infolge derer dann auch die Menschen dermaßen leiden, wie wir es ja gerade sehen, in Marokko und in Libyen? Hier müssen wir, liebe Geschwister, erst einmal grundlegend unterscheiden. Man kann Gott fragen, man kann Allah Ta'ala fragen, auf zweierlei Art und Weise. Wenn wir Muslime Allah Ta'ala fragen, warum er beispielsweise solche Naturkatastrophen zulässt oder warum sie auch Muslime treffen, dann tun wir das, um einen Teil der Weisheit Allah Ta'alas zu erfahren. Also wir bitten im Grunde genommen Allah Ta'ala darum, dass er uns offenbart oder dass er in seiner Offenbarung beschreibt, was die Weisheit oder ein Teil seiner Weisheit ist, warum so etwas geschieht. Oft ist es aber auch so, dass die Menschen nicht fragen, um zu erfahren, was die Weisheit Allah Ta'alas ist, sondern es ist eine Art und Weise zu fragen, die auflehnerisch ist gegen Allah Ta'ala. Im Sinne von, wenn du doch Gott bist, der allmächtig ist, der allweise ist und der gütig ist, warum lässt du dann zu, dass Menschen leiden? Du bist gar kein guter Gott. Oder sie stellen diese Fragen, um die Existenz Allah Ta'alas oder Gott an sich in Frage zu stellen. Das kennen wir ja hier im Westen, diese bekannte Frage. Wenn denn Gott gut ist, wenn denn Gott allmächtig ist und wenn denn Gott gütig ist, warum lässt er dann dieses Leid zu? Hier stellt man sich ja oft die Frage, warum hat er beispielsweise den Holocaust zugelassen, wenn er doch ein guter Gott ist. Hier werden die Fragen oft gestellt, um Allah Ta'ala zur Rechenschaft zu ziehen. Und hier müssen wir erstmal, wie gesagt, prinzipiell unterscheiden. Wenn wir Muslime Allah Ta'ala Fragen stellen nach seiner Schöpfung, dann tun wir das, um einen Teil seiner Weisheit zu erfahren und bitten Allah Ta'ala darum, dass er uns diese offenbart. Okay? Man kann
die Frage der Naturkatastrophe dezidiert jetzt auch wiederum aus zwei Perspektiven betrachten. Man kann sie betrachten aus der Sichtweise der Naturgesetze, die Allah Ta'ala erschaffen hat. Das heißt, welche Mechanismen hat Allah Ta'ala erschaffen, die dazu führen, dass solche Naturkatastrophen stattfinden? Hier könnte man Geologie studieren, hier könnte man die verschiedenen Disziplinen studieren, um zu erkennen, welche Mechanismen gibt es, dass so etwas geschieht. Diese Studien oder dieses Wissen beantwortet aber nicht die Frage, warum Allah Ta'ala in den Dingen die Eigenschaft erschaffen hat, dass sie so viel Zerstörung anrichten oder dass sie an sich geschehen. Also warum hat Allah Ta'ala an sich diese Mechanismen erschaffen? Das heißt, die Forschung der Menschen, die offen steht, sowohl die Muslime als auch Nicht-Muslimen, wie diese Dinge geschehen, das heißt die Mechanismen dahinter, das sind Fragen, die hat Allah Ta'ala, oder das sind Gebiete, die dürfen wir studieren, und hier hat Allah Ta'ala uns ein generelles Verbot, eine generelle Erlaubnis gegeben, diese Dinge zu studieren, diese Wissenschaften zu studieren. Wenn wir aber den tieferen Sinn erfragen möchten, warum Allah Ta'ala es zugelassen hat, dass diese Dinge geschehen, unabhängig davon, mit welchen Mechanismen diese Dinge geschehen, dann müssen wir uns erst einmal bewusst sein, dass wir hier nur auf die Offenbarungsquellen zurückgreifen können. Okay? Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, warum lässt Allah Ta'ala solche Naturkatastrophen zu und was ist der Sinn dahinter, dass die Menschen infolge dieser Naturkatastrophen leiden und dass so viele Menschen sterben, dann können wir hier jetzt uns nichts erdenken, zu sagen, okay, meiner Logik nach oder nach meinem Empfinden hat das diesen Sinn und ich erkenne diesen Effekt, deswegen macht es Sinn, dass Allah Ta'ala es deswegen erschaffen hat. Solche Vermutungen, liebe Geschwister, dürfen wir hier nicht anstellen. Wir müssen uns hier, wenn es darum geht, die Weisheit Allah Ta'alas in einer Frage zu ergründen, müssen wir uns darauf beschränken, zu sagen, okay, hat Allah Ta'ala sich selbst überhaupt geäußert zu diesem Thema? Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas darüber berichtet? Dann können wir davon nehmen und sagen, okay, das ist die Weisheit dahinter. Anders, liebe Geschwister, haben wir keinen Zugang zu diesem Wissen, okay? Das heißt, erst einmal jetzt prinzipiell in der Denke oder in der Denkweise der Muslime, dass wir sagen, wenn es um das Wissen Allahs, wenn es um die Weisheit Allah Ta'alas geht, warum er bestimmte Dinge erschaffen hat, warum er bestimmte Dinge zulässt in der Realität, dann müssen wir sagen, wenn Allah Ta'ala uns Informationen darüber gibt, wenn er uns offenbart, warum er bestimmte Dinge getan hat oder warum er bestimmte Dinge zulässt, dann wissen wir es. Wenn er es nicht getan hat, dann können wir es nicht wissen. Schauen wir in den Offenbarungsquellen des Islams nach, finden wir sehr wohl Hinweise darauf, warum Allah Ta'ala solche Naturkatastrophen zulässt. Vielleicht vorab, ja, um hier sozusagen das Verständnis einzugrenzen. Wir können auf keinen Fall in definitiver Weise sagen, warum Allah Ta'ala dezidiert die Ereignisse, wie beispielsweise in Marokko oder Libyen jetzt, stattfinden lassen hat. Also wir können es nicht definitiv sagen, dass beispielsweise die Menschen in Marokko dieses Unheil getroffen hat, weil sie bestimmte Sachen getan haben oder bestimmte Sachen unterlassen haben. Das gleiche gilt auch für Libyen. Wir können auch nicht sagen, dass die Leute in Marokko getroffen wurden oder in Libyen getroffen wurden, weil sie selber etwas Bestimmtes gemacht haben. Ja, das können wir in definitiver Weise nicht sagen. Wir finden allerdings Hinweise im Koran und in der Sunna des Propheten Muhammad a.s., dass in allgemeiner Weise Allah Ta'ala solche Naturkatastrophen zulässt und sich ereignet, lässt, weil die Menschen von seinem Weg abgekommen sind. Okay? Das kann ich jetzt nicht definitiv sagen. Also ich kann jetzt nicht definitiv sagen, dass die Menschen in Marokko eine bestimmte Sünde begangen haben und deswegen hat sie dieses Erdbeben getroffen. Aber in allgemeiner Weise berichtet Allah Ta'ala im Koran und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Sunna darüber, dass Allah Ta'ala solche Naturkatastrophen zulässt, wenn die Menschen anfangen, frevelhaft zu werden. Wenn die Menschen anfangen, Allah Ta'alas Weg zu verlassen. Und vor allem, dass es Muslime trifft, wenn sie das tun. Okay? Aber auch andere Umam, auch andere Gemeinschaften oder Völker wurden von solchen Naturkatastrophen heimgesucht, weil sie bestimmte Sünden begangen haben. Wenn Allah Ta'ala uns im Koran beschreibt, dass ein bestimmtes Volk untergegangen ist oder vernichtet wurde von Allah Ta'ala wegen einer bestimmten Sünde, dann können wir das deswegen tun, weil er es dezidiert sagt, wie beispielsweise in der Geschichte von Lut a.s., die Allah Ta'ala beschreibt in Surat An-Naml. Ja, als Beispiel, er beschreibt das ja mehrere Male im Koran. Dort können wir sagen, okay, das Volk des Propheten Lut wurde von einer Naturkatastrophe heimgesucht, dezidiert, weil sie eine bestimmte Sünde begangen haben. Das deswegen, weil Allah Ta'ala selbst darüber berichtet, dass er sie vernichtet hat wegen dieser Sünde. Okay? Oder andere Völker, von denen Allah Ta'ala berichtet. Was jetzt die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam anbelangt, so können wir das konkret auf die einzelnen Fälle nicht absolut sagen. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt beispielsweise in einer bekannten Überlieferung, dass seine Umma marhuma ist, dass Allah Ta'ala seiner Umma Barmherzigkeit zuteil werden lässt. Wie äußert sich diese Barmherzigkeit? Er sagt, sie ist im Generellen, Yawm al-Qiyamah, am Tag der Auferstehung, im Jenseits also, gehört sie zu denen, die Barmherzigkeit erfahren. Das heißt, die ins Paradies kommen. Er sagt dann aber weiter, dass Allah Ta'ala die Sünden seiner Umma tilgt, indem er beispielsweise
Naturkatastrophen wie Erdbeben geschehen lässt, auf dass diese Umma gereinigt wird. Dadurch, dass diese Leute selbst, die gestorben werden, gereinigt werden von ihren Sünden. Das berichtet der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er beispielsweise sagt, dass Leute, die ertrinken, dass sie Märtyrer sind. Also nicht die Märtyrer, die auf dem Wege Allah ta'ala sterben, das ist eine andere Kategorie von Märtyrern. Also die beispielsweise ertrinken, die durch Einstürzen von Häusern getötet werden, dass das Märtyrer sind und dass sie sehr viel Ajr bekommen. Des Weiteren ist das beispielsweise auch ein Weckruf an viele Menschen, dass sie sagen, wir sind dermaßen von Allah ta'alas Weg weggekommen, auf das Allah ta'ala solche Naturkatastrophen in den islamischen Ländern zulässt. Und viele Leute kehren zu Allah ta'ala zurück. Zurück zum Hadith, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt also, dass eine Weisheit hinter den Erdbeben beispielsweise ist, dass Allah ta'ala barmherzig ist mit den Muslimen. Dass er sie nicht in Yawm al-Qiyamah bestrafen wird, sondern dass er solche Naturkatastrophen sich ereignen lässt, damit die Muslime gereinigt werden von ihren Sünden. Okay? Das mag jetzt für einen, der an Allah ta'ala nicht glaubt, ja, das mag jetzt sich widersprüchlich anhören, aber wir Muslime glauben an Allah ta'ala und wir glauben an die Weisheit Allah ta'alas. Und wir glauben daran, dass Allah ta'ala uns Yawm al-Qiyamah zur Rechenschaft ziehen wird. Deswegen beziehen wir auch unsere Rechtleitung und auch die Antworten auf diese Fragen, wenn es denn Antworten gibt im Koran und in der Sunna, beziehen wir sie daraus. Manche Muslime auch neigen dazu, so etwas abzulehnen, zu sagen, dass bestimmte Naturkatastrophen stattfinden als Bestrafung von Allah ta'ala. Ich kann mich erinnern, als beispielsweise die Corona-Krise angefangen hat und einige Muslime vermutet haben und gesagt haben, es könnte eine Strafe Allah ta'alas sein, wofür es auch einige Belege gibt in der Sunna, also es gibt jetzt nicht, also es würde den Rahmen sprengen, das komplett auseinanderzunehmen, dass einige Muslime dann gesagt haben, hört auf, solche Aussagen zu treffen, ja, Bestrafung von Allah ta'ala und so weiter. Das, sowas gibt es nicht. Aber sehr wohl gibt es so etwas, und das kann man sehen an der Sunna des Propheten Muhammad alaihi salatu wasallam. Und das war auch das Verständnis, welches die Sahaba, also die Gefährten des Propheten Muhammad alaihi salatu wasallam, von diesen Naturkatastrophen oder von solchen hatten, die sich ausgebreitet haben, okay? So wird auch berichtet, dass beispielsweise Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu anhu, also der zweite Kalif der Muslime, dass in seiner Amtszeit ein Erdbeben stattgefunden hat in Medina. Und danach ist er zu den Menschen hinausgegangen und hat sich vor ihnen gestellt und gesagt, ihr habt den Dien schnell verändert. Ihr habt die Religion Allah ta'alas, nachdem der Prophet Muhammad alaihi salam gestorben ist, schnell verändert. Im Sinne von, ihr habt hier Sünden begangen. Okay, und dann sagt er eine interessante Sache. Er sagt, wenn noch einmal ein Erdbeben stattfindet in Medina, so werde ich nicht länger unter euch weilen. Das offenbart das Verständnis von Sayyidina Umar al-Khattab natürlich nicht in definitiver Weise, dass er vermutet hat, dass dieses Erdbeben stattgefunden hat in Medina infolge der Sünden, die die Menschen begangen haben in Medina, nachdem der Prophet Muhammad a.s. gestorben ist. Okay? Das können wir jetzt einmal übertragen auf unsere heutige Zeit. Wie viele Sünden, okay? Wie viel Ungehorsam gegenüber Allah ta'ala stattfinden, auch in den Ländern der muslimischen Welt. Okay? Und das beste Beispiel dafür ist ja das sogenannte Saudi-Arabien von heute. Wie viel Unheil dort heute gestiftet wird. Ja, also früher hat man immer das Bild gehabt, dass der arabischen Halbinsel, ja, Biladul Haramain, dass dort so etwas nicht stattfindet. Aber mittlerweile sehen wir, dass dort große Partys gefeiert werden, dass dort Konzerte gefeiert werden, in denen alle Grenzen Allah ta'alas übertreten werden. Und wenn wir jetzt an das Verständnis von Sayyidina Umar ibn Khattab denken, müssten wir uns vorstellen, was er sagen würde, wenn heute so eine Naturkatastrophe stattfindet. Sicherlich würde er schnell darauf schließen, dass diese Naturkatastrophen stattfinden, weil wir Muslime dermaßen vom Islam weggekommen sind und weil die Scharia Allah ta'alas nicht mehr waltet in den Ländern der muslimischen Welt. Wir erkennen also, dass Allah Ta'ala uns einige seiner Weisheiten offenbart hat, warum solche Naturkatastrophen stattfinden, welche wir hier auch übrigens nicht alle genannt haben. Also man könnte hier einige Weisheiten Allah Ta'alas nennen. Und sicherlich gibt es auch viele Weisheiten, die wir nicht kennen. Okay? Ich möchte inshallah ta'ala noch kurz auf die Frage eingehen, warum Allah Ta'ala an sich solch ein Leid zulässt. Also die Frage, die hier oft in der westlichen Welt gestellt wird, wenn es doch Allah Ta'ala gibt, wenn es Gott doch gibt, wenn er allmächtig ist, wenn er allwissend ist und wenn er allgütig ist, dann ist es doch ein Widerspruch, dass er dieses Leid zutrifft. Und das ist hier die zweite Kategorie von Frage, die rechenschaftsfordernd ist, ja, die zweifelnd ist an Allah Ta'ala, die auflehnerisch ist an Gott. Indem sie sagen, wenn es doch Gott gibt, wenn er denn wirklich so gut ist, wie ihr sagt, warum lässt er an sich solch ein Leid zu? Diese Frage kann so nicht gestellt werden. Okay, beziehungsweise darf in dieser Weise nicht gestellt werden. Denn diese Menschen machen eines. Sie verfolgen die Logik, dass sie sagen, wenn ich Gott wäre, also wenn sie selbst Gott wären, dann würden sie so nicht handeln. Versteht ihr? Also sie sagen mit ihrem begrenzten Wissen, wenn ich allwissend wäre, wenn ich allgütig wäre, wenn ich allmächtig wäre, dann würde ich doch so nicht handeln. Wenn ich Gott wäre, dann würde ich doch keine Menschen erschaffen und sie dann leiden lassen. Aber du bist doch nicht allmächtig.
Und du bist doch auch vor allem nicht allwissend. Das heißt, mit deinem ziemlich begrenzten Wissen und Verstand nimmst du an, dass du allwissend wärst und sagst jetzt schon, wie du handeln würdest, wenn du allwissend wärst. Und das ist doch ein Widerspruch. Das macht doch hier gar keinen Sinn mehr. Und deswegen sagt Allah Ta'ala im Koran bezüglich dieser Art von Frage: Huwa la yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Er wird nicht gefragt nach dem, was er tut. Sie aber in ihrer Position als Geschöpfe Allah Ta'ala, als des Allmächtigen, des Allwissenden, werden sehr wohl gefragt. Das heißt, diese zurechtschaffend ziehenden Fragen, diese zweifelnden Fragen Allah Ta'ala haben gar keinen Sinn, weil diese Menschen sich immer in die Position Allah Ta'ala tun, wenn sie diese Fragen stellen. Wenn ich Gott wäre, dann würde ich so nicht tun. Aber wisse, dass du nicht Gott bist. Und deswegen weißt du auch nicht, warum Allah Ta'ala handelt, wie er handelt. Ein Prinzip, ein sehr wichtiges Prinzip im Islam, und der Verstand gibt das auch schon her, ist, dass der Mensch seine Position erkennt. Wer bin ich gegenüber Allah Ta'ala? Allah Ta'ala, Gott, der das ganze Universum, den ganzen Planeten, den Himmel, die Sonne und die Erde erschaffen hat, den willst du mit dir gleichsetzen und dann die Frage stellen, ich würde nicht so handeln, wenn ich er wäre. Das ist eine Logik, die falsch ist. Ja, das ist ein Widerspruch, so zu denken. Natürlich könnte man auf die einzelnen Punkte des Themas eingehen, aber das würde den Rahmen vollkommen sprengen. Wenn es Fragen dazu gibt oder Anregungen oder Anmerkungen diesbezüglich, dann könnt ihr die inshallah ta'ala uns gerne mitteilen und wir könnten dann in einem weiteren Beitrag oder sonst wie inshallah ta'ala darauf eingehen. Barakallahu fikum fürs Zuhören. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.